Wir heißen Sie herzlich willkommen. Von uns kriegen Sie alle nötigen Informationen. Frank Buschmann und Manni Breukmann an den Mikrofon. Also manchmal ist ja eine Atmosphäre wie auf einer Beerdigung, aber heute sieht das anders aus. Da macht es richtig Spaß dabei. Fußballatmosphäre pur, es kribbelt wunderbar. Und jetzt Robin van Persie. Der Pass kommt an. Gutes Stellungsspiel auch in dieser Situation. Und der Schiedsrichter gibt zu bedenken, so fangen wir hier erst gar nicht an. Ja, da muss er gleich durchgreifen, das gibt Freistoß. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Van der Vaart. Valencia. Jawohl, da hat er klären können. Und das sieht hier ganz einfach aus, wie er da am Verteidiger vorbeizieht. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Der geht ins Aus, ins Tor aus. Keine Gefahr, nur Abstoß. Es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ein wunderschönes Zuspiel. Tor, wie er das macht. Und Tor. Der erste Treffer in dieser Partie. Und hoffentlich nicht der letzte. Valencia. Was für ein cleverer Pass. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Das sieht gut aus. Jetzt eine gute Flanke. Ja! Riskanter Ballverlust. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Achtung! Der Verteidiger stand genau in der Schussbahn, fälscht den Ball ab. Das hat wehgetan. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Und die Teamkollegen sind da. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder beendet. Jetzt ist er durch. Müsste Abseits sein, ja. Jetzt könnte er in die Mitte abspielen. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Und jetzt Robin van Persie. Sicher in der... Ja, er versucht. Und jetzt! Es gibt nur Abstoß. Arjen Robben den Ball besitzt. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Ein sehr schöner Pass. Und wenn jetzt die Flanke noch gut kommt, und jetzt haben sie die Chance.
bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Stark gemacht. Ein toller Pass, das könnte gefährlich werden. Und über 9 Meter breit, über 2 Meter hoch. Da muss er doch reingehen, der Ball. Ja, es fehlen zwar nur Zentimeter, aber das ist das Ding, wo man sagt, den muss er machen. Arjen Robben den Ball besitzt. Van der Vaart. Ja, da kommt was auf uns zu. Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Lässt sich bei der Ballannahme nicht beirren. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Heieiei, das ist nachlässiges Abwehrverhalten. Van der Vaart. Eine gewagte Nummer aus dieser Entfernung. Tja, mein Lieber, das sieht aus wie Eckfahnen-Zielschießen. Hier die Ballbesitzstatistik. Und der kommt genau an. Jetzt könnte es gefährlich werden. Bis hierhin und nicht weiter, sagt der Verteidiger. Ein herrlicher Pass. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Logisch, das muss Eckball geben. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Er sucht den Abschluss. Guck mal hin. Gehalten zunächst. Das muss es sein. Ganz sicher. Knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. So, auch von uns aus kann es wieder losgehen. Die zweite Halbzeit ist angepfiffen. Und er bekommt Hilfe. Das sah gar nicht schlecht aus, aber jetzt sind die anderen wieder am Ball. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Ja, die Weitschüsse. Die sind eine Spezialität von Robin van Persie. Darauf müsste die gegnerische Abwehr eigentlich gefasst sein. Jetzt hat er sie daran erinnert. Und wie? Das war eine ganz enge Geschichte. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie will man den dann verteidigen? Er schießt nach und ist denn der Ausgleich kein erstrebenswertes Ziel? So sah es jedenfalls aus bei dieser Möglichkeit. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Ein Pass vom Feinsten. Van der Vaart.
Und das macht er richtig gut. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, das ist exzellent durchgesetzt. Sofort abgezogen und... Ein neuer Mann soll mithelfen, die Niederlage vielleicht doch noch zu verhindern. Da freut sich der Trainer. Die Anziehungskraft der Erde hat versagt, er bleibt oben. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Achtung, er macht Tore in Serie. Und Achtung, der könnte passen. Souverän abgewehrt. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Oh, fantastisch, wie er da geklärt hat. Das war enorm wichtig. Und gleich der Einwurf von Arjen Robben. Der Keeper bedankt sich bei seinen Verteidigerkollegen. Das kann er auch machen. Ein ganz starker Einsatz. So sieht er. Hinter rein! Souverän ist anders, aber immerhin geklärt. Ja, tolle Chance. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Eckball. Können die da was draus machen? Souverän, wie er diese Aufgabe gelöst hat. Und so ganz einfach war das eben nicht. So kann es weitergehen. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Schöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. So zerstört ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Oder haben sie sich nicht viel Zeit gelassen? Auch dieser Ball von ihm kommt an. Ein überzeugendes Passspiel heute. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Die Grätsche. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Jetzt müsste die Flanke kommen. Achtung, Kopfball. Den hat er super rausgeholt. Er hat weiter eine weiße Weste. Klasse Keeperleistung. Das sieht gut aus. Daneben. Brillant gemacht, Van der Vaart. Die Kollegen helfen ihm schon. Jetzt hinter ab. Und Tor. Das hat man auch selten. Sie hören einfach nicht auf mit dem Torbeschuss. Ja, das sehen wir hier nochmal ganz deutlich. Eine Zweiklassengeschichte heute hier, dieses Fußballspiel. Sicher hat er das gemacht. Ein Freistoß, gepfiffen durch den Schiedsrichter, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ja, der sah gar nicht so ungefährlich aus, der Ball. Aber der Keeper ist da. Schön, er kriegt hier Unterstützung. Jetzt ist er vorbei. Achtung! Gehalten, aber noch heiß. Er ist drin. Oh, sie hauen ihn heute so richtig die Bude voll. Ja, nächstes Mal, dass es klingelt im Kasten. Und auch hier ist es wieder relativ einfach. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Das packen die anderen nicht mehr. Zu deutlich ist die Führung. Was für ein cleverer Pass. Jetzt schnell spielen, jetzt steil spielen, jetzt. Und damit ist der Konter erstmal gestoppt. Er strauchelt, Da kommt der Pfiff des Schiedsrichters. Das Spiel ist aus. Also da müssen wir nicht lang rum analysieren. Dieses Resultat spricht Bände. Absolut, das ist keine Frage. Das war extrem dominant. Liebe Zuschauer, wir haben ein tolles Spiel gesehen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Manni Wolfmann. Bis bald. Tschüss.